So, da sind wir wieder zurück in Spanien, im Abadid-Emirat. Letzte Folge hatten wir ein bisschen Ärger mit dem König von Frankreich. Der hat uns den Krieg erklärt und dem haben wir dann mal gezeigt, wie wir kämpfen können. Er hat eine grandiose Niederlage eingesteckt und musste uns reichlich Geld bezahlen als Reparationsleistung. Ja, so kann es weitergehen. Dummerweise hat unser Sohn jetzt auch den Franzosen den Krieg erklärt. Er kämpft jetzt quasi gegen König Philipp von Frankreich, den König von Kastilien, irgendeinen Grafen Eozen von Brörek und Herzog Pierre Ramon von Barcelona. Super. Ganz toll. Kann ihm, glaube ich, noch nicht mal helfen. Oder? Nein. Obwohl es ein heiliger Krieg ist, können wir uns dann leider nicht anschließen. So. Weil die Krankheit hier wütet. 72 sind wir mittlerweile. Trotz unserer Ernährung, die uns den Titel Fett beigebracht hat. Zuerst las ich, dann hörte ich Ibn al-Khattabis Gedichte, als sie in Musik angelegt wurden, als Muwashbaha, ja, ein sehr prominenter Mann aus Granada. Außerdem Gedichte schreiben ist er auch ein Schriftsteller, Geschichtsgelehrter, Philosoph und Arzt. Bleibt an meinem Hof und schreibt mehr Gedichte. Ein Höfling genannt Ibn erscheint am Hof. Den gucken wir uns doch mal an. Ibn, wo ist er? Ibn. Kann ja nur er sein. Ui, Staatsdiplomatie 22. Ein charismatischer Verhandlungsführer, Poet, ehrgeizig und gesellig. Da gucke ich gerade, warum haben wir hier so einen ollen Großvisier? Ach so, der ist. Hat nur 7, weil er momentan weg ist. Er hat Fieber. Ja, alles klar. Du hast deine besten Zeiten hinter dich, würde ich sagen. Dann holen wir uns den Herrn Ibn. Gut. Das sieht doch ganz nett aus. Das sieht ganz nett aus. So, wir haben jetzt so viel Pietät. Können wir einmal irgendwas damit anfangen? Den Ramadan verfolgen. Nee, das haben wir ja schon mal gemacht. Das machen wir jetzt nicht. Freiwilliges Almosen abgeben. Kriegen wir nochmal Pietät? Nee, wir haben so viel Pietät. Das brauchen wir nicht. Wie sieht es jetzt hier aus? Könnten wir uns Krieg gegen ihn leisten? Für eine Provinz ein bisschen blöd, ne? Da ist doch hier sowas viel besser. Vor allem, weil das ja noch zu dem Herzog hier gehört. De jure bräuchten wir Almeria. Pakt. Ach, der hätte mir den Pakt mit dem Sultan von Afrika. Das war's. La Mancha. Emir Abdul Razak. Dem gehört hier wohl eine Menge. Sack. Das ist Fadel. Dann ist La Mancha dann wahrscheinlich doch besser. Wie sieht es mit der Provinz selber aus? Die ist reicher. Calatrava. Calatrava.
die Eroberung von Calatrava senden. Geben unsere Truppen aus. Aber unser Gefolge bleibt da. Und marschieren geschlossen dahin. Niedere Titel. Ein Befehlshaber schon wieder gestorben. Da haben wir jetzt auch nichts Gescheites. Deswegen werden wir erstmal sagen, dass unser Marschall Armee organisieren soll. Da unten ist eine feindliche Armee. Das wird die doch nicht wohl sein. Das heißt, wir splitten die. Fügen die hier doch zusammen. Tarit-Armee. Doch klar, da. Und ihr bleibt dort stehen. Jakub können wir hier abziehen. Jakub packen wir hier hin. Und er kommt an seine Seite. Seine Armee. Und Al-Yamas wurde unser Gefangener. Ein schöner Kämpfer. Für den kannst du noch 10 Goldlatzen senden. Wir sind ja keine Unmenschen. So, und dann belagern wir hier beides. Das sollte schnell gehen. Dies sind finstere Tage. Meine Gattin Emirin Ahu wird seit mehreren Tagen von hohem Fieber gepeinigt und ich habe gerade erfahren, dass sich bei ihrer Krankheit für warmen Typhus handelt. Lass sofort meinen Hofarzt kommen. Ist die Krankheit jetzt zu uns gekommen? Tatsächlich. Das heißt, wir schließen die Tore, bevor sich noch jemand anstecken könnte. Versiegelt die Tore. Euer Hofarzt Abu Bakr teilt euch mit, dass Ranja bin Khalifa an der derzeit wütenden Epidemie leidet. Sie mit allen hier zu behalten, würde alle in Gefahr bringen. Meine Kurtisane. Würden wir die rausschmeißen? Wir sind gerecht, fleißig, schüchtern. Zynisch. In der Zeit. Ja, wenn sie eh schon krank ist, werft sie hinaus. In der Klausur ist jeder sich selbst der Nächste. So, die Geburt der Assassinen. Es spricht sich herum, dass ein schiitischer Missionar, Hassan Isawa, einen religiösen Orden, Hashashian genannt, irgendwo in Westpersien gegründet hat. Dieser mysteriöse Kult ausgebildeter Mörder hat mit Hilfe von Betrügereien und Tücke die Kontrolle über die Bergfestung von Alamut erlangt und sie zu ihrem Hauptquartier erklärt. Schon jetzt kann eine Reihe gewalttätiger Morde zu Hassans treuen und furchtlosen Jüngern zurückverfolgt werden. Da ist er. Eminenz Hassan. Diese Haschischraucher sind harmlos. Wie wir alle wissen, ist dies nicht der Fall. Mein Fürst, ich denke, dass wir den nötigen Druckmitteln einen eurer Vasallen für eine Teilnahme an Verschwörung ablehnen können. Wali Hilal. Wir wünschen nichts zu unternehmen. So, da haben wir gleich 2 Burgen eingenommen. Taranzona. Oh, und wir haben einige aus dem Versteck gezerrt.
wollen wir doch mal ein bisschen leicht cheaten. Sag ich mal. So nenne ich es auf jeden Fall. Bevor wir die Gefangenen zurückgeben, können wir einige verkaufen. Für 10 Gold den ersten. So. Sie auch für 10 Gold. Und Calatrava ist erobert. Oh, das war wohl anscheinend jemand Wichtiges. Es ist auf 81 runtergegangen. Okay, dann haben wir den Falschen verkauft. Egal. Wir sind da eh am Erobern, von daher. So, haben wir noch wen zum Verkaufen? Sarah oder Zara, auch für 10 Gold. Auch weg. In den letzten Tagen hat sich meine Gattin Imirin Aru wahrlich sehr seltsam verhalten. Ich habe gerade erfahren, dass ihr aggressives Verhalten und die extremen Angstzustände durch Tollwut verursacht werden. Aha. Hofarzt kommen lassen. So, Aru starb im Alter von 30 mit Schaum vorm Mund. Tja, dann müssten wir uns mal eine neue Gattin besorgen, ne? Höflingin Mali. Mandy. Das sind Schiiten. Eine Prinzessin von Afrika, die viel zu jung ist. Amina, Höflingin Sidiral. Ja, wenn, dann will er auch eine hübsche haben. Und hier ist eine äußerst attraktive. Senden. So. Haben wir noch jemanden zum Verkaufen? Nein. So. Jetzt sollten wir langsam 91% La Roda. Nadia ist schwanger. Nadia. Ausgezeichnet. Ihr Enkel Rashid Ibn Muhammad ist dekadent geworden. Er bringt Schande über das Haus. Abadid. Aber erst gucken wir mal nach den Kindern. Unsere Tochter hat keinen Fokus. Manipulierbar. Stolz. Nein, soll Demut lernen. Und du hast natürlich auch noch einen neuen Fokus. Spielt träge und rauflustig. Rashid, unser Enkel. So, überrede zur Besserung. Das kenne ich jetzt noch nicht, das ist neu. Wie gesagt, es ist ewig her, wo ich das letzte Mal mit den Muslimen gespielt habe. Mein Enkel Rashid Ibn Muhammad versteht, dass er im Haram lebt und versichert mir, dass er sein Leben ändern wird. Gut, Haus Abadid muss reinbleiben. So, das war der Sieg, der uns noch gefehlt hat. Hier kommt auch gerade eine Abadid-Armee. Ne. Vom Tahirid-Emirat. So, Frieden anbieten, Forderung erzwingen. Scheich Jafar wird Scheich Emir Abad wird zu Scheich was neuen Lenzern senden. Gut.
brauchen wir uns da nicht drum kümmern. Und er ist uns ja gut gestellt. Er sagt nur Domäne zu groß. Wir sind sein neuer Lehnsherr. Er zieht die Truppen hier ab. Und wir lösen euch auf. Die Truppen ziehen wir dorthin. Dann löschen wir erstmal diesen ganzen Nachrichten, wer wieder entlassen wurde. Gut. Vier Gefangene haben wir noch. Ja, die Kinder können wir entlassen. Und dich können wir auch entlassen. Senden. 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 Jo, gut. Jetzt muss nur noch die Krankheit langsam weichen hier. Als ich heute mein Lieblingspferd mit der Hilfe von 6 Stallburschen bestieg, seufzte es auf seltsame Art und kollabierte. Der Stallmeister sagt, das Pferd sei tot, dass sein Rücken gebrochen sei. Er ließ anklingen, dass er vielleicht für alle Beteiligten besser wäre, wenn ich von nun an lieber zu Fuß ginge. Ich habe vielleicht etwas zugenommen. So, schüchtern. Ich glaube, er ist doch schon schüchtern, oder? Ja. Nun ja, er ist ja zynisch. Ja, ich habe vielleicht etwas zugenommen. Genug ist genug. Ich habe mich dazu entschlossen, weniger zu essen, mehr Sport zu treiben. Ha, ich glaube, ich kann schon fast meine Füße sehen. Sind wir nicht mehr gefräßig? Führt unser Sohn immer noch Krieg? Ja. Und es sieht nicht gut aus für ihn. Unfähiger Sohn. So. Da läuft das auch. Ein Sohn von Emir Abad der Fette und Emirin Nadia von Abadit Emirat wurde geboren. Und das Kind erhält den Namen Sidrei. Was ist denn das für ein Name? Nein. Abdul Hakam. Haben wir so eigentlich schon. Abdul Aziz. Abdul Rahman. Dann ist das Abdul Hakam. Gut. So. Scheich Jafar von Kaltrawa, den wir gerade erobert haben. Was ist denn da bitte schön los? Der will den Hofspitzel töten. Haben wir eigentlich nichts gegen? Ist der Hofspitzel von Kaltrawa? Das interessiert mich nicht. So. An manchen Tagen ist es nicht einfach, Emir zu sein. Es gibt immer etwas zu tun. Untertanen wollen Audienzen und Vasallen beschweren sich über eingebildete Ungerechtigkeiten. Endlich habt ihr einen Moment Ruhe und wandelt im Garten. In der Ferne erspäht ihr einen Fremden, einen einfachen Gewand. Ja, wir sind schüchtern. Lieber allein sein. Meist zieht euch abends erschöpft und müde in eure Gemächer zurück. Auch heute ist keine Ausnahme. Normalerweise schlaft ihr nach einem langen, anstrengenden Tag im Nu ein. Heute scheint der Schlaf euch aber nicht zu glücken. Ihr sitzt in eurem Arbeitszimmer und spielt müßig mit den Schachfiguren auf dem Brett vor euch und nippt dabei ein Glas Wein, in der Hoffnung, dass es euch endlich Schlaf schenken möge. Plötzlich hört ihr hinter euch ein Geräusch und dreht euch in dem Stuhl um. Dort steht ein Mann, den ihr noch nie zuvor gesehen habt. Ein feines Lächeln spielt sich um seine Lippen. Guten Abend, mein Fürst. Ich bin der Tod und ich bin hier, euch um abzuholen. Ein Dolch glänzt in seiner Hand. Ich fordere euch zu einem Schachspiel heraus. Augusto.
Er ist ein Meisterspieler. Wir sind mittlerweile 74 und der Tod will mit uns um unser Leben spielen. Okay, Leute, das ist der Zeitpunkt, an dem wir diese Folge beenden. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht es gut, habt noch einen schönen Tag und ciao, ciao.